Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Und in der letzten Folge fiel ja hier ein Zombie vom Himmel. Und da wollte ich doch dann, nachdem ich dann festgestellt habe, huiuiuiui, das ist ja hier, das ist ja hier ein Bookstore. Einfach mal kurz ein bisschen reinlünkern. Warum auch immer er sich hier oben befunden hat. Hallo? Oh ja. Oh ja, guten Tag. Ich hätte da gerne mal ein Eislatte Macchiato, bitte. Ach, hier war ich schon mal drin, oder was? Das ist ja öde. Aber Hauptsache, ich habe 6 Stühle da drin gelassen, ne? Schön auch, dass sie da hinten sich überhaupt nicht angesprochen fühlt. Sondern einfach da so stumpf in der Ecke rumdümpelt. Na, hier war ich schon überall dran. Schade. Ach, jetzt. Jetzt werden wir mal aktiv hier, oder was? M'lady. Oh. Something happened. She died. Hier unten war ich schon. Ach. Toll. Leute, ich will Schematics finden und nicht blödes Papier, ey. Gut, dann habe ich die einfach nur vergessen beim letzten Mal scheinbar. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, dass ich dann jetzt hier nochmal einen Blick reingeschnüdelt habe. Guten Tag. Komm. Bevor das hier noch mehr verrostet und so, ne? Haben wir immerhin einen Motor rausgekriegt. Ist ja auch nett. Ein bisschen Sprit. Ein bisschen Kleinkram. Nice to have, ne? Wie man so schön sagt. Und was ist mit dir hier, du Truck? Der so schön hin und her wackelt. Kriegt man da eigentlich auch besseres Zeug raus? Und ja, auch wenn die Animation anders aussieht, ich baue jetzt einfach nur mit einem heftigen Schlag ab. Es kommt aber das gleiche raus, wie wenn ich normal abbaue. Also das macht keinen großen Unterschied. Außer, dass es schneller geht. Als das Abbauen hier. Aber ja, es ist halt wie, wenn man mit der Axt feste zuhaut. Genauso ist das hier auch. Es ist, macht keinen Unterschied zu dem, was man nicht kriegt oder doch kriegt oder so. Also von daher. Ploff. Na doch, hier hinten war ich dann soweit schon dran. So, was haben wir denn jetzt hier? 2 Motoren, schon mal eine nette Geschichte. Hier, den Kram kann ich zerlegen. Das Papier hätte ich mir auch sparen können. Jetzt haben wir außen noch meine Woodframes stehen. Ja, gut. Ein bisschen Schwund ist immer, nicht wahr? So ist das halt. Wir tanken das Motorrad auf. Den Rest vom Kram. Pack mal geschwind ins Motorrad. Nein. Ja, ein bisschen was am Blei. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, wir hatten hier irgendwie Quests. Ist da tatsächlich noch eine oder ist da keine mehr?
Also vielleicht habe ich ja die eine abgebrochen, weil ich dann die andere hatte oder so. Aber da dürfte ja keine mehr sein, weil sonst hätte ich ja hier noch ein Ausrufezeichen. Das habe ich ja nicht, also müsste ich hier schon durch gewesen sein. Ja. Okay, dann kann ich das da also auch schon mal wieder... Aber ich war der Meinung, der hätte hier mir noch eine Quest angezeigt gehabt. So, wo war denn jetzt hier noch eine? Da unten, säubern. Komm, wieder raus hier. Wieder rein hier. In diese Richtung. Einmal darunter. Vollgas. Mal gucken, was es für mich zu säubern gilt. Ach. Das sieht aber auch schon so aus, als hätte ich das mal questtechnisch zurückgesetzt. Kann das sein? Ja, da war ich irgendwie schon mal dran. Gut, dann ist das ja eine ganz einfache Geschichte. Bevor ich wieder verjasse, hier ein Thumbnail reinzudübeln. Nee, ich würde gern diese Taste drücken. Komisch, das andere Haus hier da drüben wäre mir irgendwie lieber gewesen als Quest. Na gut, dann man kann sich das ja nicht immer aussuchen. Komm, poff, ab dafür. Was ist das? Säuber das Gebiet und bleib drin. Zerstörte Werkbank. Oh cool, das nenne ich doch mal eine Ausbeute jetzt hier mit der Spitzenhacke. Schöne Geschichte. Ach, und den Zombie, den es jetzt aufgeweckt hatte, den hat es nicht zurückgesetzt, oder was? Irgendwo ist noch irgendwer aufgewacht. Ist auch immer geil, ne? Man hat gerade mit irgendeiner Quest angefangen. Und da kommt hier so ein Karl Otto vorbei und ist der Meinung, es dann irgendwie nochmal einen hier auf Mitspielen machen zu wollen. Aber schön, dass ihr soweit erstmal alle rauskommt, Jungs. Dann habe ich ja damit erstmal nichts am Hut, wenn es euch da schon mal unten zu langweilig wird. Hm, geht nicht. Okay. Und dann ist er noch nicht mal in der Lage, das Ding zu zerhacken hier. So, Dankeschön erstmal dafür. Menschenskinders. So, säubere das Gebiet. Was haben wir denn hier noch Schönes drin? Oh, ein bisschen Blei ist immer gut. Der Rest ist aber eher überschaubar, den es jetzt hier so gibt. Ja, das war wieder das komische Ding, ne? Wo es auch noch hier und oben drüber gibt und so. Nettes Röckchen. Meine Uhr ist der Meinung, ich müsste mal wieder aufstehen. Ich habe ihr zu lange gesessen. So ist das halt einfach in so einer Aufnahmesession, liebe Uhr. Da kann man nicht mal so mir nichts, dir nichts. Zwischendrin und so. Na komm. Ha! Wo kommst denn du her, ey? Habe ich mich verjagt. Ach.
Da oben geht es noch ein oben. Geht doch. Mann, 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 Mann. Komm, da können wir schon mal... Was soll ich mit so einem Dingend? Schraubenschlüssel dafür. So, Standhaftigkeit. Nee, komm. Dann lassen wir mal so, wie es ist. Das ist gut so. Schnöden Poncho. Den Kram kann ich auch gleich zerlegen. So, da oben soll ich gleich hoch. Das ist ja auch erstmal kein Problem. Huhuhu. But it's not the way I want to go. You know? Jetzt wird's ja aber mucho dunkel drin, nur mein lieber Scholli. Zünden wir mal unseren Knüppel an. Wow. Leila ist geiler, ne? Sag ich da nur. Das sagt auch der Volksmund. So, ja, rauf komme ich ja da hinten. Runter müsste ich ja auch irgendwann nochmal. Aber das kriegen wir schon hin. Achso, da kam ich rüber. Okay, okay. Dann gehen wir hier und da und hier durch und da drauf. Das ist die Tür, wie wir von draußen gesehen haben. Okay, go. Gut, hier ist scheinbar so noch keiner. Im ersten offensichtlichen Moment, aber wenn wir doch die Schaufel schon mal im Anschlag haben, nehmen wir das doch gleich mal mit, weil manchmal kann sich darunter ja auch noch ein Dingens verstecken. Säubere das Gebiet. Unten. Ja, ja, du mich auch. Oh, I'm a little bit hungry. Komm. Was soll's? Katzenfutter besser als nix, ne? Nom nom. Was für die Katze gut genug ist, kann auch für mich nicht schlecht sein. Behaupte ich jetzt einfach mal so. So, ich weiß, dass hier irgendwo... Achso, das ist die Garage. Dass hier irgendwo... noch ein Zombie auf mich runterfällt. Ein leeres Glas, noch eine leere Dose. Irgendwo hier oben. Fällt mir noch mal was auf den Kopf, bin ich der Meinung. Nicht? Dann war das wohl das, dass hier oben irgendwie mal eine stand oder saß oder so. Hm. Dann looten wir uns hier oben mal kurz durch. Ein Splint. Wow. Wollte ich schon immer mal haben. Das kann ich zerlegen. Das kann ich zerlegen. Sehr schönes Messer.
Vielleicht zu dem doch leider ein Witz. 12, 12, 9, 9. Gut, kann ich verkaufen. Der bringt mir 160. Benutze ich jetzt einfach mal. Bringt mir ja auch immer wieder Erfahrungspunkte, ne? Das ist alte Leid. Gut, das war das. Dann haben wir hier noch ein bisschen Munition. So ein Trigger-Dingens-Mod oder was ist das hier? Verbessert Handhabung und Genauigkeit. Kriege ich die hier vielleicht rein? Könnte ich nicht reinkriegen. Okay, dann hat sich das da erledigt. Wir prügeln uns hier nochmal in die Shamway Foods Kiste. Und sind hier mit dem Säubern des Gebiets immer noch nicht fertig. Allen voran hier mit dem netten Cobblestone. Dankeschön, Wiedersehen. Gut, dann, was ist denn? Ich bin durstig. Warum das denn? Was habe ich denn hier noch in der Tasche? Ein Bierchen? Hm? Ach nö, komm. Wir nehmen mal hier lieber so einen Goldrutentee. Du nervst ganz schön, du olle Troller. Okay, so. Jetzt war hier unten noch was. Und draußen irgendwie auch scheinbar. Der nächste Trottel, ey. Na komm, kriegst du es alleine hin? Weißt du, sonst können die sich auch immer ruckzuck durch irgendwas durchhacken. Aber wenn sie es dann sollen, dann sind sie zu blöd dafür. Ich glaube, es ist immer noch draußen, ne? Jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe das Dingens hier klären, Mensch. Junge. Da brauchst du auch nicht mit hoher Geschwindigkeit auf meine Kugel zu rennen. Das bringt dann auch nichts. Ja, auch cool. Einfach mal eben so, obwohl ich gar nicht nach ihm geschlagen habe, also schon nach ihm geschlagen habe, aber ihn nicht getroffen habe, einfach mal salopp in Brand gesteckt. So, damit ist das Gebäude jetzt hier geklärt und wir können uns diesen Passant Gas, komm, Daumen drücken, dass da vielleicht ein Erdbohrer... Nee, aber hier, Mensch, immerhin etwas. Bauplan für eine Nagelpistole. Das hier benutzen wir auch mal weg. Dankeschön. Sie lassen mich nicht in Ruhe, ne? Diese ganzen... Ich laufe hier mal doof durch die Gegend rum, Zombies. Hier steht noch ein bisschen Stuff, das wir so noch mitnehmen können, wenn wir sowieso schon mal hier sind, ne? Achso, das ist nur so ein komisches was auch immer. Die Mülltonne gab nichts her. Da ist nur ein Rohr. Nee, das Sofa will ich nicht. Ich bin immer noch hungrig. Oder schon wieder, besser gesagt. So, hier ist nur so ein bisschen Waschmaschine noch, ein bisschen Stoff. Hier ist noch was zum Mitnehmen. Komm, wenn das hier so bereitwillig in der Gegend rumliegt, dann nehme ich das so alles mit. Was soll's, ne?
Es ist Cobblestone zwar, Zement wäre mir lieber, aber... Gibt es hier noch irgendwo was hinter? Plastik, Papier, bisschen überlastet, jawohl, wie immer. Achso, von der Seite ist das okay. Ja, immerhin entdecken wir jetzt hier nochmal zwei versteckte Cobblestone-Kisten. Also es lohnt sich dann doch immer schon mal wieder das eine oder andere hier auch noch wegzuschlagen. Ich war aber eigentlich irgendwie der Meinung, dass dieser Ofen hier auch nochmal was beherbergt, aber dann wohl scheinbar nicht. Irgendwo habe ich doch hier gerade da noch was gesehen. So. Damit müssten wir hier durch sein mit diesem Ding und dieser Quest. So, wo kamen wir rein? Wo kommen wir raus? Im besten Falle hier vielleicht. Sehr schön. Ja, das kann nichts außer dekorativ sein, das brennende Fass. Wo wolltet ihr jetzt hin? Ach, das ist Elwanderhorde. Wisst ihr, das, die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei, ja? Aber was, so wird das natürlich nichts mit meinem Zeitplan, wenn ihr mich immer wieder dazu zwingt, die Folgen länger zu machen als gewollt. Zombies auf heißen Sohlen hier. War es das dann oder war es das dann? Ich glaube, das war es dann. So, zu welchem Händler müssen wir denn wieder, um das loszuwerden? Okay, zu Bob, um das da loszuwerden. Und wir haben, glaube ich, immer noch hier oben das, diese Abholen-Quest. 16 Uhr, ein paar zerdrückte. So, gucken wir doch erstmal. Zack, das kann ich loswerden. Wobei, wisst ihr was hier? Das ist Händlerkram. Den kann ich dann auch gleich einfach schon mal verticken. Das Messer nehme ich euch, glaube ich, mit. Noch irgendwas, was ich verticken wollen würde? Nee. Wo ist denn der nächste Händler? Hier. Aber das, ich hoffe, ich habe jetzt ein Thumbnail für diese Folge, aber glaube ja. Das machen wir dann alles einfach in der nächsten Folge. Nochmal eben schnell zum Händler, den restlichen Kram loswerden, damit wir dann aufdüsen können zur nächsten Quest. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Quest-Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüssi!